Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video gibt es mal wieder ein Sanierungsvideo und zwar nehme ich euch auch bei diesem Projekt von ganz am Anfang mit. Und zwar kernsanieren wir hier eine 50 Quadratmeter Wohnung in Darmstadt. Wir machen Sanitär, Elektrik, Fenster, Bodenwände, wir machen alles neu. Ich stelle euch mal jetzt den Ist-Zustand vor und dokumentiere den gesamten Fortschritt hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten jetzt den Kanal. Wenn euch das Format gefällt, lasst auch gerne ein Like da. Wir starten bei der Eingangstür, gehen einmal durch die Wohnung. Ich zeige euch jetzt den Ablauf der Schritte, was jetzt ansteht und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So Leute, hier ist die Eingangstür. Da ist das erste Zimmer. Die Baustelle ist schon eingerichtet. Am Montag geht es jetzt mit Vollgas los. Wir machen den Abbruch fertig. Sie wurde schon so ein bisschen angefangen, aber da ist noch viel Handlungsbedarf. Die Böden kommen raus, die Sockelleiste, hier die Wände. Da müssen die Reste ab der Tapete, damit man hier neu drauf tapezieren kann. Dann wird hier überall geschlitzt. Also alle Leitungen werden neu reingelegt. Dafür ist dann dieses Gerät hier, das zeige ich euch mal. Es hat zwei so Schneideblätter und die fahren dann quasi in der Wand entlang. Und dann kann man mit dem Stemmer mal den Streifen rausklopfen. Und ja, Fenster werden auch komplett neu gemacht. Das ist hier wirklich höchste Zeit. Das Fenster geht nicht mal mehr zu. Es scheint sogar Licht durchs Fenster. Ihr seht es da unten. Also dicht ist hier wirklich gar nichts mehr. Die Gurte werden ausgetauscht. Da wird wirklich alles neu gemacht. Und ja, Terrasse muss auch komplett neu gemacht werden. Ihr seht, hier stimmt gar nichts. Hier wird das neu zugemacht. Dann wird abgedichtet und dann werden auch hier Fliesen verlegt. Und jetzt zeige ich euch mal den Rest der Bude. Ich würde sagen, fliegen auch raus. Da gibt es dann neue Holzzargen, auch klassische Umfassungszargen mit einem Türblatt. Und jetzt sind wir im Flur. Hier geht es in die Küche. Da ist das Programm ähnlich. Gibt es noch ein paar Fliesen. Die machen wir im nächsten Schritt ab. Die Küche sollen wir keine reinbauen. Das ist eine Mietswohnung. Und werden die Wände einmal ausgeglichen. Das dokumentiere ich aber alles in den folgenden Videos. Wie gesagt, das ist jetzt der Ist-Zustand. Auch hier gibt es einen neuen Heizkörper. Und dann wird das Ganze aufgearbeitet. Das ist das zweite Zimmer. Wirklich schöner Schnitt der Wohnung. Und auch hier ist es das gleiche Programm. Also das Programm in den zwei Zimmern ist sehr ähnlich. Dann haben wir noch den Flur und die Küche. Und im Badezimmer, da ist noch wirklich viel Abbrucharbeit erforderlich. Alle Objekte müssen abgenommen werden. Vielleicht machen wir uns jetzt, oder nicht nur vielleicht, vorübergehend, wenn wir uns jetzt hier so ein Baustellen-WC einrichten. Und auch hier wird das Fenster ausgetauscht. Visualisierung von dem Badezimmer blende ich euch mal ein. Ich glaube, das dient da super zur Orientierung, weil jetzt sieht das natürlich ja, sehr, sehr hart aus. Und ja, hier kommt gleiche Duschtasse, WC. Da verlängern wir diese Flucht. So eine Trockenbauabkofferung, da hängt dann das WC dran, Waschbecken, Spiegel und den auch hier ersetzen wir mit einem Durchlauferhitzer hier vorne. Und eine kurze Info noch, was wir verbauen werden. Hier werden wir im Bodenbereich überall ein Vinyl verlegen, ein Klickvinyl, und die Wände werden alle tapezieren. Neue Gurte austauschen, die Fenster werden Kunststoff weiß-weiß. Gleiche Anordnung, Holzzargen, das sind die klassischen Weiß-Holzlackzargen, die dann da reinkommen. Und ja, eine neue Eingangstür gibt es auch noch. Da ist jetzt so eine, die ist wirklich aus, ihr seht, aus Papier oder aus Pappe dran. Und bei den Bodenfliesen werden wir 60-60 Anthrazit verlegen und die Wandfliesen klassisch 30-60. Da macht kein Vermieter was falsch in meinen Augen. Und ja, Duschvorhang auch in meinen Augen. Manche sagen, voll nervig, aber ich persönlich finde Duschvorhang auch super praktisch in der Vermietung oder für die Vermietung. Kann man super austauschen, weil so eine Glaswand wird nicht gepflegt.
verdreckt schnell. Und hier ist es einfach deutlich praktischer für den Einstieg in die Dusche, weil das ist nicht so breit, wie es jetzt scheint. Das ist eine 80er Duschtasse, das sind so 1,20 in etwa. Wirklich losgehen tut die Baustelle dann am Montag. Und ja, ich freue mich darauf. Ich werde alles schön dokumentieren. Wenn ihr zufälligerweise aus Darmstadt und Umgebung seid, dann könnt ihr mir gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben oder eine E-Mail. Ich suche hier noch talentierte Handwerker, Allrounder, Bodenverleger, Fliesenleger, Elektriker, Klempner. Was ihr auch drauf habt, schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich freue mich über jede. Und vielleicht können wir dann auch zusammenarbeiten. Ansonsten, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das Video ging jetzt etwas kürzer. Ja, in der Kürze liegt die Würze. Und wünsche euch allen einen schönen Tag noch.